settled for uncertainty. Naja, das funktioniert ja nur über so lange Zeiträume, dadurch, dass man sich so viel Zeit, Auszeit auch genommen hat. Naja, es ist irgendwo eine Konstante, zu der man immer wieder zurückkommt. Und diese Auszeiten sind natürlich absolut notwendig bei uns. Und andererseits fließen die Erfahrungen dann auch wieder in die Arbeit ein. Aber letzten Endes merkt man auch immer, dass jeder wieder froh ist, Plakaien zu landen. Weil man zu zweit doch dann viel direkter weiß, auf was man sich einlässt. Man kennt den anderen, man weiß, was man vermeiden möchte, man weiß, wo man jemanden ärgern kann oder eine Freude bereiten und man weiß vor allem, worauf man sich verlassen kann, vom Handwerklichen. Also du weißt, wie du meine Stimme einzuordnen hast, obwohl du natürlich dann immer wieder auch Dinge entdeckst, die ich außerhalb deines Wirkungsfeldes fabriziert habe. Ja, und umgekehrt genauso. Ich weiß ja auch, womit ich bei dir auf einen fragenden Blick stoße oder auf totale Ablehnung. Und trotzdem schaffen wir es ja immer wieder, den anderen davon zu überzeugen, Dinge auszuprobieren. Also wenn ich dann die letzten Produktionen denke, ob das jetzt diesmal war oder beim Indicator-Album, Stücke, wo ich am Anfang dachte, also ernst, gut, ich mach's, aber erst mit dem Versuch und dem nächsten Versuch habe ich dann gemerkt, dass es geht und dass es interessant ist, auch für mich, und dass ich gar nicht so stilistisch einzuordnen bin, dass ich schon auch sehr flexibel bin, trotz einer deutlichen Timbrierung oder was auch immer. Aber ich kann ja mit meiner Stimme inzwischen auch verschiedene Alters, sage ich mal, Generationen ausdrücken. Also manchmal denke ich, ich singe wie mein eigener Sohn und manchmal klang ich oder klinge ich wie mein Vater. Also jetzt wie man sich positioniert als Interpret. Vielleicht ist er deswegen auch so anders als andere Balladen, die wir früher gemacht haben. Also von gesanglich ist dann aber auch sondern Forever and a Day, das ist ähnlich. Und das habe ich eigentlich dann nach Eternal Sun irgendwie so eingerichtet, weil ich mir dachte, das funktioniert da ganz wunderbar auf die Art und Weise. Und das sind eigentlich fast unsere stärksten Songs aus unserer Sicht. Die Leute werden vielleicht was von den eingängigeren Sachen mehr mögen. Ja, weil das vielleicht für uns auch die größten Überraschungen dann sind. Ja, auf jeden Fall. Settled for uncertainty.